Sie gefiel sich als Unschuld vom Lande und posierte als Punk, mit Trendfrisur und Flickenpulli. Sie wohnte mit Musikern in einer Hamburger WG und versuchte sich als Sängerin. Die Lehre brach sie ab, zu langweilig. 1982 kehrte sie nach Berlin zurück. Sie kaufte sich eine Wohnung. Doch dann begann das zweite Elend der Christiane F. Sie wurde rückfällig und kam für 10 Monate ins Gefängnis, wegen fortgesetzten und unbefugten Erwerbs und Besitzes von Betäubungsmitteln. Hat dieses Alter eine Bedeutung für Sie, 32 Jahre alt zu sein? Naja, früher konnte ich mir das gar nicht vorstellen, dass ich so alt werde. Ich traue keinem über 30 und so, aber ich fühle mich eigentlich immer noch genauso wie vor 10 Jahren. Ne? Auch körperlich? Ja. Nehmen Sie heute mehr Rücksicht auf den Körper? Nee, auch nicht. Ich würde sagen, ich bin sogar ausdauernder geworden. Früher konnte ich nicht so viel lange laufen, ne? Und mein Herz zum Klopfen bringen. Klopfendes Herz haben, das konnte ich gar nicht so lange ab. Ist es das, was Sie sich vorgestellt haben, als wir gestern durch Berlin gelaufen sind? Gedacht haben, wir fahren jetzt nach Griechenland? Ja. Das ist ein total ein anderer Speed. Was ist das? Ein ganz anderer Speed, eine Geschwindigkeit vom Lebensablauf. In Berlin rennen alle. Und alle haben was Wichtiges zu erledigen. Und die Hunde sind aggressiv und aufdringlich. Aufdringlich, belästigend. Christiane F. hasst Berlin und kommt doch nicht davon los. Das Kind vom Bahnhof Zoo ist erwachsen geworden und begegnet doch täglich seiner Vergangenheit. Ich habe überhaupt keine Lust, überhaupt kein Interesse an eurem Business. Also macht, was ihr wollt. Ja? Ach so, ja, wir machen nicht so verbotene Sachen wie ihr, also. Das geht den ganzen Tag so, das Theater. Jede kleine Scheiße. Und schaut ihr den kleinen Schuljungen da, der findet alles scheiße. Der hat seine Schulmappe von der Schule mitgebracht. Zu Hause wartet niemand auf ihn. Und da sitzt er da und wartet, dass was Besseres passiert. Die Scheiße, die er hier sieht, die kennt er halt auch von zu Hause. Aber so wie der Junge sind Sie doch auch gesessen, statt Schularbeiten zu machen irgendwo. Ja, genau, ganz so. Und immer wieder fängt es wieder von vorne an. Man sieht, man kann nichts, nee, man kann nichts machen, ne? Kann man nichts machen? Ich meine, kann man den irgendwie anders beschäftigen, oder? Natürlich kann man das, aber es macht keiner. Es macht keiner. Hätte es irgendeine Möglichkeit gegeben, Sie damals zu beschäftigen, als Sie so alt waren und auch keine Lust hatten auf irgendetwas anderes? Natürlich, auf jeden Fall. Ja, da müssen so ein paar Sachen irgendwie glücklich bald zueinander treffen, sonst klappt es wenig. Wie soll man aus der Grobierstadt rauskommen? Wie soll man aus einer Schule rauskommen, wo sie die ganze Stunde über nur schwatzen und Krach machen und man nichts verstehen kann? Am Ende fängst du halt selber an. Diese drei Jungs da hinten, die wir gesehen haben, der eine sieht aus wie ein Dealer. Kann man das so vom Sehen her sagen? Ja. Kann man sagen? Ja, aber also ich sehe das in den letzten Jahren halt aber immer mehr mit dieser Selbstverteidigung und dass also auch die Polizei, auch die deutsche Polizei, ist verdammt feige. Die gucken immer weg, wenn wirklich Not am Mann ist und wenn wirklich Ungerechtigkeit geschieht, die man auf den ersten Blick erkennt, dann gucken die einfach weg, weil ihnen das zu viel Konflikt ist. Die sind nicht genug ausgebildet. Die können nur Parksünder aufschreiben, nichts anderes. Sie hatten doch mit der Polizei oft Konflikte, ja, sind aufgegriffen worden. Ja, aber das worden. War ja eine andere Polizei. Das war ja das Rauschgiftdezernat. Irgendwelche Zivilpolizisten, die aussehen wie Studenten und im Prinzip vielleicht auch nicht andere waren. Jedes Mal bisher, dass Sie nach Berlin zurückgekommen sind, egal ob das jetzt aus Zürich war oder von Hamburg her, sind Sie wieder rückfällig geworden. Ja. Können Sie uns den Tag beschreiben, wo Sie das erste Mal rausgegangen sind? Um sich was Neues zu kaufen? Ja, was ist an diesem Tag passiert? Ich frag ja. Nein, ich habe noch gut die Hälfte, über die Hälfte. Nach Steuerabzug und allem, was da kam. Ja. Also können Sie gut mit Geld umgehen? Anscheinend dann doch, ja. Haben Sie selber nicht gedacht? Oder? Doch, ich kenne mich da ja schon. Also, dass ich da, also ich bin eigentlich relativ anspruchslos. Ich kann
das ärgert mich auch bei vielen Leuten halt, die mir vorwerfen, du hast ja Geld und du hast nicht solche Sorgen und so. Das ärgert mich immer, weil in dem Moment, wo ich, also das habe ich halt hier auch in Griechenland beweisen müssen, dass mein Freund halt mein Geld nicht angenommen hat und ich mit dem Geld leben musste, was er verdient hat, ohne dass ich mich beschwert hätte. Das war wenig? Ja. Etwa? Ja. Kann man das naja, sagen? Also schon alleine das Kochen auf offenem Feuer. Man kann sich gar nicht vorstellen, wie das ist, wie heiß das Gesicht wird, wie das ausgetrocknet ist, wie oft man in brennende Holzstücken fässt, um das Feuer zu richten. Es darf nicht zu hoch, nicht zu niedrig brennen. Die Haare fransen aus. Es ist manchmal einfach alles zum in die Ecke schmeißen. Ne? Und das dann trotzdem machen. Und dann das Geschirr zur Quelle tragen und mit Spüli mit kaltem Wasser abwaschen und ständig schwarze Fingernägel haben, weil der Grieche auch mal sehen wollte, was man mit so einer reichen Deutschen anfangen kann. Das hat er getestet? Na klar. Und Sie hatten nie die Versuchung, da irgendwann mal dann nach Deutschland anzurufen und sich eine Überweisung schicken zu lassen, oder? Doch, habe ich auch gemacht. Doch, aber nie viel, mal 500 Mark. Oder mal 1000 Mark. Aber solange wie ich also nicht jemanden treffe, der sagt, okay, wir bauen uns was zusammen auf und wir heiraten oder wir haben Kinder oder so, rück ich mein Geld nicht raus. Die Beziehung zu Panagiotis hielt 6 Jahre. Sie zerbrach am Heroin. Auch Panagiotis war Fixer. Berlin, Bahnhof Zoo. 2 Jahre lang die Heimat von Christiane F. Ihre Prominenz hat sie aus dem Dreieck zwischen Bahnhofsklo, Wartehalle und Straßenstrich befreit. Und doch ging Christiane noch einmal anschaffen. Das war 1985. Auffrischen von Erinnerungen der besonderen Art. Ein freiwilliger Horrortrip in die Vergangenheit. Denn damals ließ das Heroin keine Wahl. Die Freundinnen vom Babystrich, Babsi, Stella, die Nummernschilder der Freier aufschrieb, und Christiane waren hübsch, jung und begehrt. Die Freier bezahlten die Sucht der Mädchen. Ferne Vergangenheit, auch in Griechenland wandern die Gedanken nach Berlin. Sie sind, glaube ich, mit 13 das erste Mal auf den Strich gegangen, um durch Prostitution Geld zu verdienen für die Drogen. Da war der Leitsatz immer Bumsen nicht. Wie lange haben Sie das durchgehalten? So lange, wie ich dann bis mit meinem Freund geschlafen habe und es irgendwann nicht mehr ging und ich das musste, weil ich zu lange auf der Straße schon stand, ohne irgendwie was verdient zu haben. Irgendwann lässt man sich dann drauf ein. Haben Sie daran noch Erinnerungen, die klar sind, oder haben Sie versucht, das irgendwie zu verdrängen? Klar habe ich da Erinnerungen dran. Nö, das brauche ich nicht verdrängen. Manchen Sachen war es sogar vielleicht ganz gut. Ich habe mich dann später gut mit meinen Freunden vertragen. Sexuell. Detlef, der Freund, den Sie damals hatten, der ging auch auf den Strich. Und einmal haben Sie ihn, glaube ich, nachts dabei gesehen, wie ein Mann mit ihm schlief. Und dass er ihm entgegenkam, ja. Da war ich natürlich geschockt. Hatte das eine Auswirkung auf Ihre beide Beziehung? Ja, das war sowieso kurz vor Ende, als ich dann nach Westdeutschland bin. Klar hat das Auswirkungen gehabt, das hätte ich eigentlich nicht gedacht. Redete man über so etwas in den Kreisen? Über was? Ja, über Prostitution. Doch, schon, klar. Sicher, wir haben manchmal gelacht über irgendwelche Leute. Worüber haben Sie gelacht? Als Stella einen Freier hatte, dem sie mal Geschichten erzählen musste über Essig und Gummi. Was? Über Essig und Gummi. Wie kann man Geschichten erzählen über Essig? Ja, sie musste sich Geschichten einfallen lassen, wo die Wörter Essig und Gummi so oft wie möglich vorkommen. Ist schon witzig, da uns halt drüber totgelacht danach. Es gibt halt schon ganz komische Käuze. Gab es so etwas wie einen Ehrenkodex für Sie damals? Was für einen? Also so, dass Sie sich verabredet haben, dass Sie bestimmte Dinge machen, bestimmte Dinge nicht? Ja, ohne Kondom nicht und so und kein Analverkehr. Kein Analverkehr. Doch, da hat man halt auch seine Vorstellungen. War das Verhältnis zu den Freunden, die Sie später hatten, völlig unbelastet sexuell? Ja.
Wie kommt das? Also man kann sich das nicht vorstellen, dass man in der Pubertät, wenn man also gerade so anfängt, das zu entdecken, sich prostituiert und danach nicht irgendwie davon etwas mitnimmt. Da fragt doch auch gar keiner nach. Ich kann mich da nicht hinsetzen, trollen und sagen, und oh, und Mann, ich habe 1000 Männern eingewichst und ich kann nicht mehr. Fragt doch keiner nach. Entweder Spatz friss oder stirb.